Ja, YouTube. Heute ein kurzes Video für euch. Ich möchte Danke sagen. Ich möchte Danke sagen für 4000 Abonnenten. Ich möchte Danke sagen für bald 300.000 Aufrufe. Ich finde es keineswegs selbstverständlich und ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, über jedes Gefällt mir von euch, über jede Frage zu meinen Videos, sei es irgendwelche Videos zu sachbezogenen Informationen zum Thema Tuning oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich bzw. wir unterwegs sind. Ich freue mich drauf, dass es weitergeht. Ich bin gespannt, wo es hingeht, weil ich kann es noch nicht sagen. Ich werde so weitermachen, wie ich es jetzt aktuell gerade mache. Und ich hoffe, das ist für euch auch in Ordnung. Ich nehme auch Kritik an, das ist überhaupt gar kein Thema. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt und auch schon erwähnt. Allerdings werde ich bei gewissen Dingen auch meine Meinung kundtun oder auch sagen, nee, das würde ich jetzt nicht machen oder nein, das ist es nicht. Habe ich auch keinen Schmerz damit, haben wir schon öfters in den Schubabschaltungsvideos gesehen, wo ich nicht so der große Fan bin, aber halt natürlich die Thematik, dass es der Kunde wünscht und dass man halt in einem Maße, wo es vertretbar ist, es auch anbietet. Man muss, ist ganz ehrlich, man kann natürlich auch hingehen und sagen, nee, mache ich nicht. Kann eine große Firma machen, kann eine Firma machen, die auf das nicht angewiesen ist. Ich selber bin momentan so, dass ich im Endeffekt jeden Kunden gleich behandle und jeden Kunden auch sage, nehme ich nicht, mache ich. Und das ist beim Schublubber genauso das Thema. Wenn ich weiß, derjenige macht eine Downpipe, derjenige entlastet die Turbolader, dann sage ich, okay, komm, wir machen das. Wir machen das zeitlich begrenzt, wir machen das auf einen Schalter oder in Sparta manuell, dass du auch mal normal fahren kannst, dass man nicht eine Dauerbelastung hat. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, Kundenwünsche werden hier natürlich individuell angenommen. Ob sie umgesetzt werden, das überlasst du dann in dem Fall mir. Es gibt auch Sachen, wo ich sage, nein, das machen wir nicht, weil ich einfach weiß, dass es zu risikoreich ist, dass es zu gefährlich ist. Und deswegen immer erst anfragen, dann schaue ich mir das an, dann werde ich euch eine Info geben. Ja, und dann sehen wir weiter. Was viele von euch wissen möchten, ist bestimmt, wie geht es weiter? Das ist eine gute Frage. Wir haben ein weiteres Ford Focus RS-Projekt am Laufen. Das wird Ende September, Anfang Oktober starten. Wir haben aktuell gerade zwei 335i, die werden aber erst auf Januar kommen zum Umbau. Hier werden Upgrade-Turbolader verbaut, Chargepipe wird getauscht, Ladeluftkühler, andere Forecuts, diverse Kleinigkeiten. Auch hier machen wir wieder speziell ein Video für euch, wieder ganz klar Step by Step. Was ebenfalls noch offen ist, Audi R8 Fahrwerk, in dem Fall nur Gewindefedern, gibt es für das aktuelle Modell auch als oder für die Magnetic Ride Geschichte, dass ihr da am Fahrwerk nichts ändern müsst, stilllegen müsst. Bin ich gespannt, kann ich noch nichts dazu sagen. Ich bin gespannt, wie es rüberkommt. Ich bin gespannt, wie es sich fährt, weil ich ja persönlich sage, das Auto fährt sich Serie schon perfekt. Ist es schon mehr als perfekt. Aber ich bin gespannt, was KW da gezaubert hat, was da rauskommt. Auch hier wieder spezielles Video. Ja, ja, was haben wir als nächstes? Wir sind nochmal auf einer Bergrennveranstaltung in Steckborn am 22. soweit ich weiß. Da freue ich mich auch schon drauf. Bin ich gespannt, was da passiert. Werden auch wieder ein paar Videos folgen. Allerdings ist es immer ein bisschen ein zeitliches Thema, ja, dass halt anderes auch noch vorgeht. Und immer der Tenor ja war, dass YouTube nicht die Hauptgeschichte bleibt. Allerdings macht es momentan gerade so viel Spaß mit euch, dass ich es natürlich gerne so hätte, dass es so wäre. Dass ich euch jeden Tag von morgens bis abends nur Sachen zeigen kann, die euch interessieren. Aber ist natürlich auch schwer, weil natürlich auch viele Sachen kommen, die euch nicht interessieren. Ja, ich muss euch zum Beispiel nicht zeigen, wie man Reifen montiert, wie man Reifen wuchtet, wie man Bremsbeläge tauscht. Kommt jetzt zwar nochmal ein Tutorial, aber ja, da reicht auch eins oder zwei. Da muss man jetzt nicht für jedes Auto 25 Videos machen. Und deswegen halte ich euch da raus, sondern zeige euch aktuell gerade nur das, was ich denke, was für euch gut ist, was euch interessiert, was einfach auch die Menge macht.
Relativ viel gerade am E46 geschraubt. Da kommen auf jeden Fall ein paar Schraubertrips. Sehr guter Freund von mir, habe ich geholfen. Und da kommen einfach noch ein paar Videos, wie ihr sehen könnt. Ventildeckeldichtung, gerade was ich angesprochen habe, Bremsbeläge, Querlenkerlager, was dazu beachten ist und. Ja, die werden in den nächsten Wochen folgen. Wie schon gesagt, ich freue mich riesig. Ich bedanke mich auch nochmal bei euch für das, dass ihr mir so zahlreich folgt, für das, dass ihr kommentiert, auch wenn es mal negative Kommentare sind. Alles gut. Ich werde euch auch die Kommentare beantworten, so wie ich es bis jetzt getan habe, meistens so schnell es geht. Manchmal ist auch ein paar Tage dazwischen, manchmal kommen auch alle paar Tage nur Videos, aber da lässt einfach die Zeit nicht zu. Ja. In diesem Sinne würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch einen schönen und erholsamen Abend. Nochmal vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Kevin. Ciao.